Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, wir fliegen dem Carrier hinterher. Carrier hat Kurs auf den Great Annihilator. Das ist hier unser Ziel, abschließendes Ziel von dieser Expedition quasi. Und wir fliegen einfach mal voran. Das heißt, es ist nicht genau richtig. Ich habe unterwegs schon was erspäht. Da fliegen wir jetzt hin. Nichts Besonderes, ist nur ein orangener Riese, aber der ist mir gerade so aufgefallen. Liegt direkt auf dem Weg. Insofern, ja, kann man machen. Machen wir auch. Der ist auch gar nicht mehr so weit entfernt. Ihr seht quasi schon, wie weit man jetzt eigentlich springe. 12 Lichtjahre. Sprich, da ist er schon. Hier im System ist auch nichts. Nope. Ja. Gut, dann gucken wir uns mit einer orangen Riese an. Und dann müssten wir eine neue Route planen. Und da können wir eventuell mal auf die Karte Linse, ob man etwas findet. Wie gesagt, zum Carrier haben wir es noch ein bisschen. Da werden wir vermutlich in dieser Folge nicht hinkommen. Also eigentlich habe ich auch gar nicht geplant, auf dem Carrier zu landen. Vor dem Great Annihilator. Das ist jetzt gar nicht so geplant. Wir können mit der Asp hier die Aufwartung mache am Great Annihilator. Das passt. Können wir uns mal dort umgucken. Also, genau genommen, wenn dort immer noch Carrier sind, das sollte eigentlich Sinn. Ja, wie viel Tritium die so an? Genau. Ist die gute vor. So, 16 Objekte. Direkt ein bisschen weg, beziehungsweise ein bisschen vorbei. Machen wir mal schnell. Der hat übrigens 35 Sonnenradie, 35,97, 1,6 Sonnenmasse. Ja, also relativ normaler orangener Riese. Ja, 36 ist auch noch gut drin, oder 37 vielleicht. Ja, ja, das sind fast 36 Sonnenradie, also ja, normal. Handelsüblicher roter Riese. Ach, orangener Riese. So. Oh, da hätten wir noch einen Stern im System. Hm. Jo, jo, klar. Wieso auch nicht? Oh, nee. Da habe ich jetzt überhaupt hier durch Struf. Also, da seht ihr das orange Riese. Da 35 Sonnenradie. Dann hier terraformierbar und hier 420.000. Ja, wieso habt ihr Lust dazu? Och nö, wieso immer so weit? Naja, will schon machen. So, dann können wir aber mal trotzdem gucken, was wir auf der Karte finden. Dann können wir die Zeit wenigstens ein bisschen nutzen, bevor ich wieder die Hälfte rausschneide. So, hier wollen wir eigentlich hin. 580 Lichtjahre. Ja, nur in Sprünge. So, hallo, wollte ich nicht die... Nein, ich wollte hier. Ich habe doch eine Route geplant, oder? Ja, habe ich. Okay, ich dachte schon. So, ich wollte... zu viel. Da, oh, da blickt doch keiner durch. So. Einfach nochmal grob gucken, ob irgendwas in dem Wust von Sterne auffällt. Okay, ein bisschen raus, sonst verliere schon komplette Überblick. Ah, bist du? Ein Herbig. Ein Herbig. E-Stern.
Könnte man machen. Könnte man tun. Ja, haben wir zumindest ein Bookmark. Wir sind nicht so viel Sätze. Oh, nee, das ist auch ganz normal. Ganz normale Sterne. Hier gibt's nichts zu sehen. Ja, okay, dann würde ich sagen, schneide ich das halt mal raus, weil das dauert diese bis wir dort sind. Und wir sehen uns dann an B2 wieder. Bis gleich. So, da sind wir jetzt fast angekommen. Hat ein Stückchen gedauert. Ich habe mich auch noch verfloh, wie immer. ja, durch die Auswahl von der neuen Route zu dem Herbig ist natürlich die Markierung von B2 weggegangen. Ich habe dann einfach nur die Kurs auf den B-Stern beibehalten. Und habe mich vorhin gewundert, wieso komme ich jetzt komisch bei dem B-Stern raus? Ist der Planet so nah dran? Das kann jetzt sein, das ist doch die Nummer 2. ja. Da musste ich halt nochmal rückwärtsgang lehe oder besser gesagt wenden und dann halt nochmal zu dem Kollege hier fliehen. Wenn man sich zu lang auf YouTube aufhält. Ja, ich möchte betonen, YouTube, nicht YouPorn. Nicht, dass hier falsche Gerüchte aufkommen. So, die Sonde sind auf dem Weg. Dann können wir uns auch schon mal korrekt ausrichten. So, wunderbar. So, und jetzt für den Rest von der Folge bitte keine terraformierbare Planete in 400.000 Lichtsekunden Entfernung, bitte. Ansonsten müssen wir mich wirklich auf Express Explorer machen und sie ignorieren. Aber dann habe ich schlechtes Gewissen, das geht ja auch nicht. Okay, der Stern ist brav. Hier ist sonst gar nichts. Jetzt habe ich irgendwas verstellt. So. Stern, okay. Ja, ein bisschen Abwechslung ist immer gut. In der Spektralklasse. Hat man woanders Licht. Ganz kurzer Sprung, dann sind wir beim Herbig. Wunderbar. Oh, hier ist auch. Nee, hier ist noch ein Objekt ist hier noch. Da müssen wir noch das Scanner auspacken, aber also eher schon mal gucken, dass wir am Stern vorbeikommen. Das müsste reichen. Felsig. A1, bist du was Besonderes? Nö. Fast kreisförmige Umlaufbahn. Ja, gut. Auch nichts weiter hier. Dann würde ich sagen, auf zum Herbig. Ist er ja. Drei Objekte, okay.
Oh, da ist direkt was hinten dran. Könnte eventuell schon. Ja, das reicht. So, was haben wir dann hier? Wir haben einen Herbig mit 30 Sonnenmasse. Oh, okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gasriese. Ja, und B-Stern. Gut, bisschen weiter weg. Kriegen wir hier eventuell noch ein Bild vom Herbig. Das wäre toll. Oh ja, das passt. Das passt doch. Zack. Wunderbar. So. Weiter im Text. Zack. Wir planen unsere Route und ich würde sagen, wir gucken gerade noch, ob wir irgendwo noch hinfliegen können. Ob wir irgendwas finden, was so auf dem Weg ist. Was bist du? Nee, du bist nur L, du bist T. Da, das ist wieder. Ah, gut. Okay, jetzt müssen wir es erstmal checken hier. Ist das was Besonderes hier oder? Moment, nee, das ist nichts Besonderes hier. Es sind einige Herbigsterne auf dem Weg. Okay. Also, nee. Tja. Haben wir noch einer ein bisschen weiter weg? Oh, was bist du? Oh. Oh ja. Oh ja, guck mal hier. O-Stern, 2B-Stern und A-Stern. Ja. Ja, flieh mal dorthin. Das ist auch cool. Nehmen wir das mit. Sagen wir nichts, Herbigsterne gibt es hier jede Menge. Also nicht jede Menge. Hier gibt es auch. Insofern, ja, müssen wir doch nicht jeder anfliehen. Dauert dann zu lang. Fliehen wir lieber bei den O-Sternen. Wenn uns der schon so auf der Karte aufhält, wieso eigentlich nicht? Okay, hier ist gar nichts. Sechs Objekte. noch genau ein Gasriese, okay. Okay, seltsam. Schauen wir mal. Jo, ein O-Stern, 40 Sonnenmasse. B-Stern 10, B-Stern 7, A-Stern. Okay, ganz normal. Dann haben wir hier noch ein T-Tauri. Und ein Gasriese Klasse 4. Mhm. Gut, 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 gut. So, dann, ja, also hier gibt es Herbigsterne. Ganz, ganz toll. Zack. Bup, bup, bup. Wir kommen ganz okay voran, was auch dran liegt, dass wir halt gut die Sprungreichweite haben. Natürlich, Moment, Moment, habe ich hier. Nein, habe ich hier nicht. Ich dachte, ich hätte hier ein
schwarzes Loch gesehen. Dem ist offenbar nicht so. Naja, auch egal. Moment, du bist der Nächste. Ja, haben wir da irgendwie in der Nähe etwas. Was bist du? Ein schwarzes Loch. Dachte ich doch, dass ich da vorhin sehr spät an. Da war es das. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Da fliegen wir hin. Ja, das ist ganz praktisch so. Da kommen wir immer guter Sprung voran. Dort, wo wir eh hin wollen, springen wir auch immer was Schönes an. Ich glaube, das kann man machen. Natürlich wird es einfach so nur der Route schneller gehen, weil dann spare ich auf der Karte rumzusuchen. Aber das ist ja auch irgendwie immer witzig, immer spannend auf der Karte rumzusuchen. Besonders hier am Zentrum natürlich. Also oder in der Nähe vom Zentrum. Wow! Okay, alles gut mit der Temperatur. Hust. Hust. Hier kam einiges vorbei. Alter, und die Temperatur ist bei 60%, sie geht nicht runter. What the frick? Eine Wasserwelt ist hier noch. Was zur Hölle ist das für ein System? So, also wir haben hier ein schwarzes Loch mit 4,5 Sonnenmasse. Direkt in der Nähe ist ein A-Stern. 27 Sekunden entfernt ist ein weiterer. Und du hast noch das Bestuhl F. Ja, der ist ein bisschen weiter weg. Und das hier, 4000. Na, da müssen wir wohl hin. Okay. Okay. Ja, alles klar. Alles klar. Alles klar. Da wundert mich nichts, da mal Glück hat. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Das wird keine schief gehen. So, wo ist denn unser schwarzes Loch? Das ist doch auch irgendwo. Das ist direkt hinter uns. Aber sowas von ist das... Moment. Das sieht man so natürlich nicht. Moment, da müssen wir jetzt gucken. Das ist jetzt eher schon mal wichtiger als die Wasserwelt. Moment, bist du ganz normaler Arsch? Denn bist du sicher? Bist du sicher? Okay, 1,8 Sonnenmasse. 1,5 Sonnenradien. So, noch scheinbar alles gut. Der Tankrüssel ist nicht draußen. Holy moly. Temperatur ist gut. Ja, wir sind da momentan ziemlich langsam. Das ist okay. Das ist doch schon nicht schlecht, das da, oder? Schwarzes Loch, so dicht am A-Stern. gerade so am Rand sieht man momentan den Gravitationseffekt. Der Stern ist noch relativ unbeeindruckt davon. Alter. Ja. Oh Gott, der Nebel ist
Schade, das sieht man jetzt nichts. Wow. Hier ist ein schwarzes Loch. Hält man es für möglich? Wow. Er ist nur nah dran. So, dann können wir hier noch ein Bild machen. Oh, da können wir doch eventuell einen dritten Sperrgebietszone. Ist recht, ja. Ist recht. Alles gut. Alles gut. So. So, da unten sieht man noch der Donut-Effekt. Sauber, sauber, oder? Das ist nicht schlecht. Das hat auch Grund, dass man dahin fliehe. So, jetzt müssen wir von dem Schätzchen zuerst mal wieder weg. Im Idealfall, ohne dass uns die Kiste abfackelt. Hallo? Hallo, wieso hast du dabei keinen Kühlkörper gezündet? Ah, der hat nicht reagiert. Okay, ich dachte schon. Ach, ja, da war ich wahrscheinlich gerade im Beschleunige. Ja. Ich war im. Ja, klar. Deshalb, ich dachte doch, da habe ich doch mal. Das war es nochmal zu gucken, ob das wirklich nichts an der Taschenbelichtung ist, aber da ist nichts. Ich hab's nur, wollte es nur drücken, während er der FSA da gerade initiiert. Das klappt natürlich nicht. Na, anyway, ist nichts passiert, nichts Großartiges. Wir sind auch bald wieder am Carrier, da macht das nichts. Kann man schon mal so Heatsink zünden. Ja, alles gut. Schildgenerator. Ja, passt. Passt. Alles in Ordnung. Ich glaube, wir haben sogar alte Gummi, wir haben sogar AFW dran. Insofern kann hier gar nichts passieren. Sogar zwei. Ja, schönes System, doch. Muss man sagen. Das schwarze Loch und der A-Stern ummondet sich übrigens auch in 3,84 Stunden. Auch nicht schlecht. So, und mir fliehe jetzt einfach nur noch zu der Wasserwelt, scanne die und dann haben wir es, denke ich, auch für heute. Vergesst pünktlich 100 zu schalten. Naja, nicht schlimm. Der Loop war jetzt nicht zu groß. Die Wasserwelt ist übrigens ein bisschen warm mit 335 Grad. Da müssen wir nicht landen zum Plunge. Es geht schief. So. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir haben es für heute. Beim nächsten Mal geht es weiter wie immer auf der Tour im Carrier nach. Ich schicke den jetzt nochmal Sprung weiter. Und ja, würde ich sagen, habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ja, Moment. Nein! Moment, mir könnte die Folge nicht abbrechen. Dann hat der Planet nicht gescannt. Das funktioniert nicht.
Ich habe gedacht, es klappt noch, aber den Cliffhanger würde ich euch nicht ersparen. Den wollte ich euch ersparen. So, genau. So. So, jetzt aber. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.